Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der 23. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga steht an und ich habe mal wieder Lust auf eine komplette Prognose gehabt. Wir haben hier von allen Spielen die Zusammenfassungen. Ich kann nicht versprechen, dass es jede Woche kommt. Das will ich auch gar nicht versprechen, weil ich das eben nicht gewährleisten kann. Aber jetzt habe ich mal die Zeit und vor allem auch richtig Lust drauf gehabt. Wir haben auch das Stadtderby mit dabei, viele weitere sehr interessante Spiele. Zum Stadtderby nochmal, bleibt bitte fair in den Kommentaren, scheiß dies, scheiß das will ich nicht lesen. Das ist einfach unnötig und fordert hier oder fördert keine Diskussion, die man ja gerne haben kann. Rivalität in Ordnung, Beleidigungen nicht in Ordnung, aber das wisst ihr natürlich. Ansonsten viel Spaß beim Zuschauen, vielen Dank fürs Reinschalten und los geht's mit dem Freitagabendspiel Darmstadt gegen Karlsruhe. Offensiv hatte der SV Darmstadt 98 gegen den FC St. Pauli schon viel Pech, aber defensiv war es doch eigenverschulden, dass man sich drei Gegentore einfangen musste. Der KSC verlor kurz vor Schluss 0:1 gegen Nürnberg und hier in Darmstadt wurde es eine ähnlich schwierige und komplizierte Aufgabe. Serdar Dursun in der 13. Spielminute mit dem ersten Abschluss, das war schon eine gute Torannäherung. Dursun, der beste Darmstädter mit Tim Skak zusammen gegen den FC St. Pauli. Darmstadt machte es richtig gut, der KSC ja eigentlich in guter Form. Hier war er defensiv etwas überfordert mit der Stärke der Lilien. Tim Skake mit dem 1:0 für die 98er. Skake, der auch geknipst hatte, eben am Millerntor letztes Wochenende. Vom KSC nach vorne wenig zu sehen, stattdessen das 2:0, 28. Minute auch vollkommen verdient in dieser Höhe. Serdar Dursun, die beiden Torschützen vom letzten Samstag, auch hier wieder in Erscheinung getreten. Zweiter Durchgang, der KSC musste aufwachen und wurde auch deutlich besser. Mit Benjamin Goller wurde dann in der 51. Minute an der Aufholjagd geschraubt. Auch in Sandhausen lag man zur Pause 2:0 hinten. Am Ende gewann man mit 3:2, also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Aber der SV Darmstadt stellte sich besser an als zuletzt Sandhausen. Und so konnte Schnellhardt in der 58. Minute noch einen draufsetzen. Gut abgeschlossen, sodass Gersbeck lediglich das Nachsehen bleibt. Etwas weniger als 10 Minuten noch regulär auf der Uhr. Darmstadt machte es clever, ließ sich nicht hinten reindrücken und Karlsruhe doch etwas kreativlos und um ein Haar sogar noch mit dem vierten Gegentreffer. Noch einmal Schnellhardt, der den hier mit dem linken Fuß wunderbar in Richtung Tor bringt. Der setzt dann auf der Latte auf. Es bleibt also beim 3:1. Nach 90 Minuten auch das verdiente Resultat. Darmstadt siegt mal wieder. Wichtige Punkte, um sich unten abzusetzen. Für den KSC der nächste kleine Rückschlag. Der SSV Jahn Regensburg spielt wirklich eine Saison, in der es auf und ab geht. Jetzt gegen Eintracht Braunschweig 2:0 verloren. Also man muss unbedingt noch mehr Punkte sammeln, sonst wird es am Ende sehr eng. Und hier gegen den SC Paderborn wurde es eine wieder sehr komplizierte, komplexe Aufgabe. Paderborn unter der Woche noch gespielt gegen Heidenheim, da in der letzten Minute noch ausgeglichen durch Srebeni. Und hier Paderborn mal wieder mit der Offensive gut unterwegs. Dann gab es Strafstoß von Gimba verursacht. Der rauscht hier so ein bisschen rein. Ja, kann man durchaus drüber diskutieren. Aber in dieser zweiten Liga, da fallen einige fragwürdige Strafstoßentscheidungen. Es war dann für Sven Michel eine dankbare Aufgabe in der 14. Minute. Er behält die Nerven, setzt den platziert neben den Pfosten, sodass Meier ausschließlich das Hinterherschauen bleibt. Verdientes 1:0. Paderborn hatte alles im Griff. Regensburg enttäuscht doch auf ganzer Ebene. Ananou für den verletzten Dörfler heute in der Startaufstellung legt dann hier auf für Sebastian Vasiliades. Gefährlicher Abschluss. Michel springt dann auch hoch, irritiert da sicherlich so ein wenig den Regensburger Keeper. Der ist aber schnell genug unten. Zweiter Durchgang. Der SSV machte es
tatsächlich jetzt besser aufgewacht nach der Pause. Albers hat das Auge für Albion Vrenetzi. Und der gleicht aus nach einer knappen Stunde. Richtig verdient war es nicht, aber die Leistungssteigerung konnte man schon definitiv auf dem Feld sehen. Und Paderborn in der Defensive mal wieder anfällig. So auch hier gegen Regensburg. Schlussphase. Wer sorgte für den entscheidenden Stich? Dennis Rebeni hat das Auge für Ron Schallenberg. Nochmal quergelegt zu Antwia Jay. Und da fehlte dann im Endeffekt nicht mehr so viel. Haut gut drauf, trifft dann aber nur das Außennetz. Trotzdem, da gerät das Gehäuse der Regensburger nochmal richtig in Bedrängnis. Das letzte Ausrufezeichen gehörte Regensburg und das hatte es in sich. Salah sieht da Moritz. Moritz, wo ist die Anspielstation? Besuschkow! Nachspielzeit schon abgelaufen und trotzdem nochmal die Riesensituation zum Lucky Punch. Doch Leopold Zingerle hat etwas dagegen einzuwenden. Tolle Parade, schnell genug unten und kann den zur Ecke abwehren. Aus der resultierte nichts mehr. 1:1 das Endergebnis. Über 90 Minuten gesehen. Paderborn die leicht bessere Mannschaft, aber Regensburg hat sich durch Meier dieses Remis verdient. Der VfL Bochum musste einen herben Dämpfer hinnehmen bei der 1:0 Niederlage in Aue, ja, im Erzgebirge. Da scheitern die Spitzenmannschaften regelmäßig und Würzburg, auch die wurden zum Stolperstein für eine Spitzenmannschaft. Den Hamburger SV schlugen sie mit 3:2 nach zwischenzeitlicher 3:0 Führung. Hier der VfL Bochum mit der ersten Szene. Lucia aber trifft den Ball nicht gut und schießt deutlich vorbei. Würzburg zunächst auf die Defensive konzentriert. Auswärts sicherlich auch gegen den VfL Bochum das richtige Zeichen. Dann braucht man auch einen gut aufgelegten Keeper. Den haben sie aktuell mit Bohnmann. Den wehrt er hier ab. Für die Kickers ein wichtiger Rückhalt mittlerweile. Die erste Hälfte gehörte ganz klar den Bochumern und dementsprechend lag das Tor auch in der Luft. Danilo Soares mit dem Flachpass zu Zoller. Es sollte aber irgendwie nicht sein. Fälscher klärt dann, nachdem Zoller das hier super macht, aus der Drehung den Ball an den Pfosten setzt. Da wäre sogar Bohnmann geschlagen gewesen. Glück für Würzburg. Wir springen in den zweiten Durchgang. Plötzlich die Gäste frech und dreist unterwegs, fast nach vorne. Und zwar so mit Martin Hašek in der 52. Spielminute aufgelegt von Rich Munsi. Da bekommt der VfL Bochum einmal einen Angriff gegen sich und muss gleich einen Treffer hinnehmen. Extrem bitter für die Elf von Thomas Reis. Es wurde noch schlimmer. In der 65. Minute mit Mitja Lotric, der hier einfach mal aus 16 Metern rauffällt. Der passt perfekt neben den Pfosten. Jetzt wurde es für Bochum logischerweise knapp. Knappe Viertelstunde auch nur noch zu spielen. In der 78. Minute dann aber zumindest mal der Anschlusstreffer. Gerrit Holtmann mit dem 1:2. Und es waren ja noch mehr als 10 Minuten zu spielen. Und der VfL Bochum immer in der Lage, spät nochmal zurückzukommen. Robert Juhl treibt hier nochmal an, zusammen mit Lucia. Würzburg machte das aber auch gut. Und Gamboa zusammen mit Bockhorn. Sie stellen sich unclever an. Abseitssituation. Es blieb beim 1:2. Würzburg kann jetzt wieder berechtigterweise an den Klassenerhalt glauben und Bochum nimmt den nächsten Rückschlag im Aufstiegskampf hin. Hannover 96 spielte über eine Halbzeit in Überzahl und verlor trotzdem gegen Fortuna Düsseldorf. Das war unglaublich bitter. Jetzt gegen Greuther Fürth zu Hause in der HDI Arena waren sie gefordert. Selbst wenn es am Ende mit dem Aufstieg nichts mehr werden sollte, kann man sich ja zumindest schon mal in eine gute Ausgangslage spielen. So auch hier gegen Greuther Fürth angedacht. Ganz knappe Abseitsposition von Kaiser, der hier das vermeintliche 1:0 erzielt
wurde dann aufgrund einer Abseitsposition aber dementsprechend auch richtigerweise zurückgepfiffen. Greuther Fürth siegte im Topspiel wirklich sehr verletzungs- und sperrungsgebeutelt mit 2:1 gegen Holstein Kiel und auch hier wurden sie von Zeit zu Zeit mutiger und trauten sich mehr zu, Seguin und Ernst jeweils nach Sperren zurückgekehrt. Zweiter Durchgang, Hannover 96 war schon die spielbestimmte Mannschaft, kam aber nicht so wirklich durch. Greuther Fürth hatte ja durch eine unberechtigte gelb-rote Karte gegen den Hamburger SV sogar lange Zeit in Unterzahl spielen müssen, trotzdem 0:0 geholt, hier weiterhin 0:0. Die Defensive bei Greuther Fürth also durchaus stabil, auch wenn es gegen Kiel anders aussah. Hier wollte Greuther Fürth weiterhin hinten nichts anbrennen lassen. Es wurde knapper. Hier Burchardt, der gut rauskommt. Genki Haraguchi kommt nicht vorbei. Am Schlussmann der Kleeblätter. In der Schlussphase wagten sich dann nochmal die Gäste. Ernst mit dem Pass zu Hirgota. Und er macht in der 84. Minute tatsächlich das spielentscheidende 1:0. Wird bedient. Schießt den Ball ins Tor vor Bayern Esser, sodass Greuther Fürth weiterhin sogar auch vom direkten Aufstieg träumen kann. Es läuft gut bei der Elf von Stefan Leitl und Hannover ist richtig tief im Sumpf. Bitterer Rückschlag für Holstein Kiel im Aufstiegsrennen beim 1:2 gegen Greuther Fürth, aber sie sind da komplett dran. Vier Mannschaften mit jeweils 42 Punkten kämpfen da um die erste Liga. Hier gegen den FC Erzgebirge Aue wollte man nicht den Fehler machen, den zuletzt der VfL Bochum begangen hat. Und zwar auch aufgrund einer schlechten Chancenverwertung in Bedrängnis geraten. Jason Lee mit dem 1:0 für die Kieler Störche hier im Holsteinstadion. Eigentlich ein Muss-Sieg. Aue eben vor allem zu Hause sehr stark. Auswärts tun sie sich manchmal schwer, wobei das dieses Jahr bei den Lila Veilchen nicht ganz so schlecht aussieht. Das ist Krüger, der aber am herausragend reagierenden Gelios scheitert und das 1:1 verpasst. Unterhaltsames Spiel zweier Mannschaften, die durchaus mit Spielstärke überzeugen konnten. Das ist Samson, der plötzlich mal mit nach vorne kommt. Er schaltete Robert Juhl fast im Alleingang aus gegen den VfL Bochum. Hier kommt er in Abschlussposition. Dass das nicht seine Paradedisziplin ist, das muss man sicherlich niemandem erzählen. Aue kam nochmal vor dem Seitenwechsel mit Ben Zulinski. Der hat das Auge für Krüger. Der nimmt den Ball an, darf ihn vor allem auch annehmen. Bleibt im Ballbesitz, sieht Jan Hochscheid. Der bekommt plötzlich zu viel Platz und erzielt das 1:1. Da konzentrieren sich zwei Spieler auf Florian Krüger. Hochscheid kann sich drehen und schließt erfolgreich ab. Aue davon mal wieder beflügelt. Die können sich ja in so einen Rausch spielen. Und das ist ein fantastischer Ball von Fandrich zu Florian Krüger. Und der lässt sich nicht zweimal bitten. 52. Minute, das 2:1 für die Gäste. Spiel gedreht. Holstein Kiel gibt wie gegen Fürth schon wieder eine 1:0-Führung her. Eine frühe 1:0-Führung und lief jetzt wieder in einem Rückstand hinterher. Aber sie hatten mehr Zeit als gegen Greuther Fürth am Montagabend. 70. Minute. Meffert zu Hauptmann. 2:2. 70. Spielminute. Der Mann mit der Nummer 36 lässt sich von Torwartlegende Martin Mennel nicht behindern und schießt den Ausgleich, bei dem es auch blieb. Für Holstein Kiel sicher nicht so richtig zufriedenstellend, aber verloren ist noch lange nichts. Aue mal wieder komplett respektabel. Der erste FC Nürnberg holte sich beim Sieg in Karlsruhe Selbstvertrauen und vor allem, fast noch wichtiger aktuell, 3 Punkte. Letzte Minute, Mats Möller-Ledi, der Neuzugang mit dem erfolgreichen Abschluss. Jetzt gegen Braunschweig waren die Klubberer wieder gefordert, hier ganz wichtige Zähler zu sammeln, um vom Relegationsplatz weiter entfernt zu bleiben. Aktuell wären es 6 Punkte hier.
der erste Abschluss kam auch vom 1. FC Nürnberg, aber auch Braunschweig ist ja nicht schlecht drauf. Zuletzt beim 2:0 gegen Regensburg mal wieder mit 3 Punkten erfolgreich. Nürnberg aber war hier schon die bessere Mannschaft. Borkowski zu Manuel Schäffler. 26. Minute 1:0 für die Gastgeber. Schäffler darf im 16er nicht so viel Platz bekommen. Aus dem Raum, den er hier bekommt, macht er eben das Maximale. Borkowski von Behrendt erst gestoppt. Dovedan, Schäffler kommt gegen Wiebe nicht durch. Nürnberg bleibt aber dran in dieser Szene. Braunschweig nicht wach genug. Schäffler mit dem 2:0. Doppelpack Manuel Schäffler. Die kalte Dusche für Eintracht Braunschweig. Ein unglaublich langer Weg stand nun den Braunschweigern bevor. Und Nürnberg hatte noch nicht genug. Kurz vor der Pause. Schäffler, Borkowski und Lukas Mühl mit dem 3:0. Ja, Lukas Mühl nach dieser Ecke einfach vorne geblieben, die kurz ausgeführt wurde. Dann schließt er ab und sicherlich ist das für Lukas Mühl, der unglücklich aussah, teilweise in den letzten Wochen, ein großer Spannungsabfall. Im positiven Sinne. Zumindest kann er sich mal wieder beweisen. Zweiter Durchgang. Hier sehen wir eine Abseitsposition. Braunschweig war zwar bemüht, aber 3:0, das ist hier in Nürnberg auch schwer aufzuholen. Wir sind schon in der Schlussphase. Trotzdem, das Kompliment konnte man der Mannschaft in Blau-Gelb durchaus machen. 83. Minute, Anschlusstreffer Nick Proschwitz oder zumindest erstmal das 3:1. Am Ende war es aber nicht mehr als Ergebniskosmetik. Nürnberg mit dem nächsten wichtigen Dreier, Braunschweig hingegen wieder mit einem Rückschlag. Der SV Sandhausen konnte mal wieder eine Führung nicht über die Zeit bringen und verlor gegen den SC Paderborn. Der VfL Osnabrück verlor mit 1:2 gegen Heidenheim und ist wirklich tiefer im Abstiegskampf denn je. In dieser Saison muss wirklich aufpassen, auch hier gegen Sandhausen nicht noch tiefer mit reingezogen zu werden, denn dann gibt es wirklich gar keinen Vorsprung mehr. Die erste Möglichkeit gehörte den Sandhäusern. Kevin Behrens zielt aber knapp am Pfosten vorbei. Knappe halbe Stunde schon gespielt. Bis dahin war nicht so viel los, aber dann wurde es deutlich besser. Vor allem, weil Sandhausen das gut machte. Das ist Beza Halimi. 30 Minuten von der Uhr. Halimi, der auch gegen Paderborn die Führung erzielte, bringt hier erneut die Sandhäuser in Front. Aber auch das hielt nicht lange. David Blacher in der 39. Minute dann schon mit dem Ausgleich. Bis dahin von den Gästen wirklich wenig, sehr wenig zu sehen. Doch mit diesem 1:1 konnten sie sich dann erstmal in die Pause retten. Haider verlängert zu Santos. 54. Minute, ganz schlimmer Start für Sandhausen in die zweite Hälfte. Santos erzielte auch das 1:2 gegen Heidenheim. Am Ende standen sie ja trotzdem mit leeren Händen da. Hier momentan der Dreier in der Luft, aber auch nicht allzu lange. 76. Minute, Kevin Behrens mit dem 2:2. Der Ausgleichstreffer eine Viertelstunde vor dem Ende besiegelte auch gleichzeitig das Endergebnis. Osnabrück hätte sich so gerne die 3 Punkte eingesammelt, aber es ist zumindest mal nach einer langen Niederlagenserie wieder ein Punkt. Aber damit tritt man halt auch eher auf der Stelle. Der erste FC Heidenheim hätte sich fast 3 Punkte aus Paderborn mitnehmen können. Am Ende wurde es durch einen Treffer in der 91. Minute nur 1 Punkt. Gegen Fortuna Düsseldorf früh unter Druck. Aber Rouven Hennings scheitert an Kevin Müller. Düsseldorf hat sich ja durch den Sieg in Unterzahl gegen Hannover 96 die letzten Hoffnungen auf den Aufstieg bewahrt. Und so wollte man hier anknüpfen in der Voith Arena und die nächsten 3 Punkte einsammeln, um da tatsächlich oben nochmal eine Rolle zu spielen. Jetzt müssen nämlich nur noch Siege her. 9. Minute. Was für eine Auftaktphase von den Gästen. Wieder Kevin Müller,
Der war hier ganz, ganz doll beschäftigt und hielt seine Mannschaft in der Frühphase im Spiel. Dann gab es einen Strafstoß, aber nicht für Düsseldorf, sondern für den ersten FC Heidenheim. Karaman bekommt den Ball an die Hand, kann man schon so pfeifen. Die Chance zur Führung für Heidenheim. Kühlwetter lässt sie sich nicht nehmen. In der 24. Minute wuchtet den rauf. Kastenmeier guckt nur hinterher. Düsseldorf schon ein bisschen die Könige dabei, Strafstöße zu verursachen. Und was war das? Der Ball aus der eigenen Hälfte von Düsseldorf einfach nach vorne gespielt, damit die Heidenheimer Defensive komplett ausgehebelt. Aber Karaman, der den Elfmeter verursachte, kann da sein Fauxpas nicht ausgleichen, trifft den Ball nicht optimal, wird auch noch daran gehindert und schießt dann drüber. Die sind immer noch im ersten Durchgang. Wirklich ereignisreiches Spiel in den ersten 45 Minuten. Diesmal Ruven Hennings musste zur Halbzeit gegen Hannover raus wegen der roten Karte für Florian Hartherz und so beantwortet er dieses Zeichen. 44. Minute, das 1:1 auch vollkommen verdient für Düsseldorf. Und hier durfte Hennings dann auch nach der Halbzeit wieder aufs Feld. Knapp über eine Stunde gespielt. Andreas Geipel treibt an. Tobias Mohr testet Carsten Meyer. Ein Treffer hätte aber so oder so nicht gezählt. Abseitsposition, dann so, rückt dann clever raus. Gut entschieden vom Linienrichter. Die zweite Halbzeit aber lange nicht mehr so spektakulär wie die erste. Düsseldorf hatte aber nochmal die Situation. Morales zu Klaus. Felix Klaus, er scheitert aber an Kevin Müller. Das wäre es nochmal gewesen, kurz vor Schluss die große Siegchance. Kevin Müller aber hatte einfach einen guten Tag erwischt. Felix Klaus, der gegen Hannover noch traf, scheitert hier. So dass es beim 1:1 blieb für Heidenheim schmeichelhaft. Düsseldorf hatte deutlich mehr Chancen, aber muss sich jetzt mit diesem Punkt irgendwie zufrieden geben. Stadtderby am 23. Spieltag. Am Montagabend beenden der FC St. Pauli und der Hamburger Sportverein diesen Spieltag. Und jetzt war es tatsächlich ein extrem wichtiges Spiel. St. Pauli gegen den Abstieg und der Hamburger SV um den Aufstieg. Erste gute Möglichkeit der Partie hier. Aaron Hunt sieht Simon Terodde. Stojanovic kann den Ball aber halten. Der FC St. Pauli ist momentan extrem gut drauf. Der HSV eigentlich auch, aber die Niederlage gegen Würzburg, sie eröffnete doch wieder die ein oder andere Diskussion. In der Defensive vor allem einige Probleme. Die erste gute Chance wird aber hier von Jamra noch verhindert. Kehre legt auf. Eric Smith auf dem Elfmeterpunkt erwischt dann nur den Verteidiger der Rautenelf. Im Hinspiel gab es ein spannendes 2:2. Waren ja nicht immer spektakuläre Spiele, diese Derbys. Das hier wieder eines der besseren. Leibold, Hand quergelegt zu Duziak. Der Ex-St. Paulianer kommt hier zum Abschluss. Mit seiner Einwechslung kam gegen Würzburg nochmal ein bisschen Dampf rein, aber es reichte eben am Ende nicht mehr zum Punktgewinn. Hier aber eher eben in der Startaufstellung. Knapp über eine halbe Stunde gespielt. Kinsommi zu Simon Terodde. Und jetzt war es da. Terodde, der Doppeltorschütze vom Hinspiel mit dem 1:0. Auch dort im vergangenen Jahr hatte er das 1:0 erzielt, den HSV in Führung gebracht. Hier macht er es mit dem rechten Fuß. Stojanovic ohne eine Chance. Der FC St. Pauli ja defensiv tatsächlich sehr anfällig, dafür aber offensiv auch mit einer enormen Kraft. Becker verliert den Ball an Jung, aber Kieré bleibt dran. Rodrigo Salazar sieht Guido Burgstaller. Aber Sven Ulreich ist aufmerksam, Treffer hätte gezählt, war kein Abseits. Burgstaller ja super drauf. Aktuell nach seiner Rückkehr konnte er in jedem Spiel treffen, mindestens einmal. Zweiter Durchgang. Jetzt wieder der HSV.
Aaron Hunt mit dem ersten Versuch, der bleibt aber auch im Verteidiger hängen. Der Nachkopfball dann von Simon Torodde nicht mehr wirklich gefährlich. Stojanovic kann sich auf den Ball schmeißen. Der FC St. Pauli aber weiterhin trotz Rückstand im Spiel. Eben nur ein Treffer, der hier aufgeholt werden muss. Sebastian Olsson auf der rechten Bahn. Sieht Finn Becker. Smith, super Flanke zu Kiere. Der ist aber etwas zu früh gestartet. Steht dann im Abseits. Ein Schritt ist das schon. Den hätte er aber auch nicht reingemacht. Gute Parade von Ulreich mal wieder. Die Schlussphase. Der FC St. Pauli musste es jetzt langsam hinbekommen mit dem Ausgleich. Und sie schraubten und sie schraubten. 84. Minute. Omar Mamouche bekommt da zu viel Platz an der 16er Kante, scheitert abermals am guten Ulreich, der super reagiert. Schlussphase extrem. Olsson bekommt den Ball von Salazar, wird nicht angegriffen. Gegen Haier bleibt er im Ballbesitz. Sebastian Olsson mit dem 1:1 in der 89. Minute. Der HSV machte zu wenig am Ende und wird dafür bestraft. Mit dem Ausgleich des rechten Verteidigers hier gegen Haier, der es eigentlich gut macht. Doch dann ist Jung zu weit weg, Hand nur hinten dran. Olsson mit dem platzierten Schuss, der für Sven Ulreich nicht mehr zu halten ist. Und so endet dieses Spiel unter dem Strich verdientermaßen mit 1:1. Der HSV wird sich sicherlich ärgern, aber wie gesagt, von den Chancen her geht das schon in Ordnung. Jo, das war die Prognose für diesen Spieltag. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, bleibt gesund und adios.